Ja, hallo liebe Tennisspieler und jene, die es noch werden wollen. Herzlich willkommen zu einem abschließenden Matchball-Tennis-Video betreffend der Freiluftsaison 2020. Ja, ich denke, das waren sehr herausfordernde Zeiten, auch für uns Tennisschaffende. Das sah am Anfang des Jahres alles andere als gut aus. Und mit viel Glück haben wir es dann doch geschafft, dass Tennis hier bei uns zumindest recht früh wieder gespielt werden durfte mit den Hobbyspielern. Und dann auch relativ bald Tennistrainings möglich waren. Ich möchte mich an dieser Stelle ganz herzlich bei all den lieben Tennisschülern und Schülerinnen bedanken, die ich heuer betreuen durfte, die entweder mit Tennis begonnen haben oder ihr Tennisspiel bei mir verbessern wollten. Hat extrem viel Spaß gemacht und im Endeffekt hat sich diese Tennissaison 2020 dann Gott sei Dank auch hier als eigentlich beste Saison herausgestellt. Und dafür bin ich sehr dankbar. Herzlichen Dank. Auch, dass viele wirklich diesem Aufruf gefolgt sind, zu Hause Urlaub zu machen, nicht ins Ausland zu fahren. Diesmal hat natürlich dazu positiv beigetragen. Ein kleiner Ausblick. Wie geht's weiter? Diejenigen von euch, die das vielleicht noch nicht mitbekommen haben, hier auf Facebook, wenn ihr mir in einer privaten Nachricht im Messenger oder wie auch immer oder via WhatsApp eure E-Mail-Adresse schickt, dann kann ich euch zum E-Mail-Verteiler vom Matchball-Tennis-Newsletter mit dazu nehmen, der im Fertigwerden ist. Ihr bekommt dann maximal viermal im Jahr, so circa alle Quartal, die Neuigkeiten bezüglich meines Matchball-Tennis-Engagements beim Golf-Tennis-Wellness-Hotel Mori. Und das Ganze wird starten mit Weihnachten 2020. Ich möchte definitiv nächstes Jahr, ich denke positiv, ja, auch diese Corona-Geschichte, damit wird man umgehen müssen, müssen wir die ganze Zeit schon und vielleicht gibt es ja dann auch irgendwann eine Lösung, damit das wieder besser wird, unser tägliches Leben. Ich möchte jedenfalls zu den bestehenden Trainings nächstes Jahr auch Tenniscamps anbieten, wirklich von Datum bis Datum. Und wer über all diese Dinge informiert werden möchte und mir noch nicht seine E-Mail-Adresse geschickt hat, einfach zuschicken per persönlicher Nachricht oder per WhatsApp. Ja, vor mir liegt auch ein spannender Herbst und Winter. Auch da hoffe ich ein bisschen, dass die Corona-Geschichte nicht noch mehr ausufert. Dann wäre das ein bisschen beeinflusst. Vor mir liegt eine tolle Aufgabe. Ich möchte gar nicht so viel verraten. Ich freue mich extrem. Das wird die nächsten 3-4 Monate dann so losgehen ab November. Verfolgt das auf Facebook. Ich würde mich freuen, wenn ihr live dabei seid und ich denke, dann wird klar werden, worum es geht. Ich wünsche euch alles Gute, bleibt am Ball, euer Markus vom Matchball Tennis. Ciao.